Jetzt ist es klar, das griechische Volk hat im Referendum gegen weitere Reformzwänge aus Brüssel gestimmt. Und was das jetzt für Deutschland und Europa bedeutet, das bespreche ich mit dem haushaltspolitischen Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, Sven-Christian Kindler. Hallo. Hallo. Herr Kindler, wie wahrscheinlich ist jetzt noch ein Verbleib von Griechenland in der Eurozone? Aus meiner Sicht ist klar, Griechenland bleibt in Europa und Griechenland wird auch im Euro bleiben. Rechtlich ist ein Euro-Austritt gar nicht vorgesehen und auch hier sind die Verträge einzuhalten. Natürlich ist es durch die Entscheidung gestern nochmal deutlich schwieriger geworden. Trotzdem gibt es keine Zwangsläufigkeit für einen Grexit, also für einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone. Das hätte verheerende Folgen für Griechenland, aber auch für Europa wäre das ein gewaltiger Rückschritt. Deswegen muss man sich jetzt am Riemen reißen. Alle Seiten müssen Kompromisse machen und dafür sorgen, dass Griechenland im Europa und im Euro bleibt. Griechenland ist ja aber de facto zahlungsunfähig. Wie kann man da jetzt nach diesem Referendum weitermachen dort? Ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass die griechische Regierung auch ihre Position klärt, jetzt ein Angebot macht und natürlich dann auch die Eurogruppe, die Bundesrepublik Deutschland, andere Staaten dann auch weiter gesprächs- und verhandlungsbereit sind und jetzt weiter verhandelt wird. Das ist, glaube ich, jetzt notwendig. Und kurzfristig geht es auch darum, den Bankensektor zu stabilisieren, weil der sehr marode ist und ist auch da die wenigstens eine eingeschränkte Versorgung mit Liquidität und mit Zahlungsmitteln, also mit Geld an Bankautomaten, gewährleistet sein muss in Griechenland. Sie haben die nächsten Schritte angesprochen, die jetzt stattfinden. Sie haben aber auch vor nicht langer Zeit mit mehreren Abgeordneten zusammen einen offenen Brief an europäische Staats- und Regierungschefs geschrieben. Mit welchem Anliegen? Dass man endlich sich der Verantwortung für Europa bewusst macht. Herr Tsipras, aber auch Frau Merkel, Herr Hollande, die müssen sich der Verantwortung für Europa bewusst sein, in diesen schwierigen Zeiten Europa zusammenzuhalten und für einen fairen Deal einzutreten. Wir sagen, es braucht jetzt faire Verhandlungen und einen fairen Kompromiss, der für alle Seiten nicht einfach ist. Das heißt, gerechte Reformen in Griechenland, was für das Land nicht einfach ist, aber auch mehr Investitionen in Griechenland und auch eine Umschuldung, weil die Schulden dauerhaft nicht tragfähig sind. Auch das ist das, was nachher dann in Deutschland und Europa geleistet werden muss, damit Griechenland wirtschaftlich wieder auf die Beine kommt und auch so die Chance hat, Schulden zurückzubezahlen, gleichzeitig aber im Euro bleibt. Und diesen fairen Deal, diesen fairen Kompromiss, den brauche es jetzt und dafür müssen sich alle am Riemen reißen. Und welche Rolle könnte die Bundesrepublik da zum Beispiel einnehmen? Ich glaube, dass es jetzt darum geht, auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Herr Tsipras muss unbequeme Wahrheiten im Hinblick auf Reformen aussprechen. Frau Merkel muss unbequeme Wahrheiten auch an ihre eigene Fraktion aussprechen, dass es ohne eine Umschuldung, ohne eine Schuldenerleichterung nicht gehen wird und das nachher notwendig ist. Und da muss Frau Merkel jetzt Führungsstärke zeigen und darf sich nicht weiter hinter den Institutionen verstecken und darf nicht weiter wegducken, sondern muss jetzt Verantwortung zeigen. Man muss das mal kurz abgrenzen. Es wird immer von Hilfen gesprochen. Jetzt wird aber auch eine humanitäre Hilfe in Erwägung gezogen. Wie weit ist die wichtig? Wir müssen ja feststellen, die soziale Krise im Land war schon vor dem Referendum, war schon vor dem Schließen der Banken groß. 60% Jugendarbeitslosigkeit, schrumpfende Wirtschaft, viele Menschen sind arbeitslos, große Armut. Obdachlosigkeit und das hat sich nochmal verschärft in den letzten Tagen. Deswegen muss es jetzt auch darum gehen, zum Beispiel notwendige Medikamente und andere Hilfsmaßnahmen sicherzustellen und damit den griechischen Behörden Hand in Hand zu gehen. Das ist auch gleichzeitig notwendig. Wir müssen alles dafür tun, dass Griechenland im Euro bleibt, aber auch, dass Griechenland kein Failed State, also ein gefallener Staat in Europa bleibt. Das können wir uns nicht leisten für Europa. Das ist aber auch für die Menschen in Griechenland, wäre das inakzeptabel. Abschließende Frage, Sie haben es schon angerissen. Wie viel Schaden hat Europa durch die ganze Griechenland-Krise genommen? Europa hat total großen Schaden genommen. Aber da war die griechische Regierung mitverantwortlich, die ihren unsäglichen Verhandlungspoker bis zum Schluss. Aber auch, das war nicht nur die griechische Regierung, das waren auch die Bundesregierung, auch die Eurogruppe, auch die Troika haben in diesem Verhandlungspoker massiv verschärft. Alle Seiten haben gezeigt, wir können nicht Kompromisse schließen, das ist aber verheerend für Europa. Es muss um einen fairen Kompromiss gehen jetzt in Griechenland mit Investitionen, mit Umschuldung und gerechten Reformen. Dafür müssen sich jetzt alle Seiten bewegen, um den großmöglichen Schaden an Grexit noch abzuwenden. Sven-Christian Kindler, haushaltspolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion. Vielen Dank für die Informationen. Sehr gerne.